Das können wir aussitzen hier. Ja, ich glaube. Oh, na, kann man nicht aussitzen. Das kann man nicht aussitzen, da kommen eins. Oh ja, scheiße. Oh oh, ja, da kommt eins, der kommt rauf zu mir. Ja, bei mir ist er, ich habe einmal auf ihn geschossen, dann ist er abgehauen. Ja, bei mir haut er nicht ab. Ich habe keine Munition mehr, ich gehe zum Hubschrauber, hängt es dran und haut ihn einfach ab. Ja. Frage ist wie. Wir sind ja, ja, ist ja alles voll. Gut, weil kommt der Hubschrauber, ich sehe ihn. So, da ist der Hubschrauber. Bin tot. Genau. Scheiße. Aber ich werde aber wiederbelebt, warte mal. Automatisch, pass auf, ich probiere es nochmal. Wo ist das Seil, wo ist das Seil, wo ist das Seil? Ich seh's nicht. Ah, oh, scheiße, ich bin jetzt tot, ich bin jetzt tot. Verdammte Kacke, echt. 15 Sekunden. Ach, am Seil gestorben, am Seil gestorben. Ah, oh, kannst gleich aufgeben. So ein Mist, hä? Naja, egal. Wurscht, das probieren wir jetzt nochmal. Ich möchte mein Klumpert haben. So, auffüllen, genau, das ist das Thema. So, Munition habe ich wieder. Boah, schau, wie die Sonne da reinscheint. Ja, genial. Ja, super. So, links rum haben wir es. Ah ja, genau, da. Ja. Da sind sie schon wieder alle. Schau, da liegt das ganze Zeug herum, hey. Verdammt. Die Frage gleich rufen, ich rufe mal gleich, schauen wir, was passiert. Ja, oh, die Typen sind ja alle da. Wie er gleich Gas gibt. Okay. Alles voll mit den Typen. Ruf ihn trotzdem jetzt schon, dann haben wir. Ja, dann sind sie schon da. Gucken wir nicht erst. Ja, muss auch laden. Bin down, aber meine Kiste, meine Wiederbelebungskiste noch gelegt. Oh, jetzt kommt es von hinten einer. Oh mein Gott, oh down. Mein Gott, oh mein Gott, Scheiße. Oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Wohin? Na, ich muss weg, ich muss einfach weg, ich muss einfach nur weg, 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 einfach nur weg. Tot. Ich bin immer tot. Ich glaube, das wird bei mir nichts mehr. Das ist das Level 12, oder? Das ist Level 12, du bist auch 12. Ne, du bist 13 ja schon. Sehr gute Zeug, was da vorne herumliegt, das will ich alles haben. Ich habe mal eine Granate da rein. Der ist durch die Luft geflogen. So, das ist, oh, da vorne steht mein Auto drauf. Ich mache mit der Sniper-Brühe dann. Okay. Der ist mal weiter. Da steht noch einer an der Ecke, in der linken Ecke. Wird auch geschossen, ich nehme an, dass das irgendwie an, also nein. Da kommen andere Agenten auch noch. Wenn die nicht auf uns schießen. Muss echt bessere Waffen haben. Oh, hinter uns. Oh, und ich bin schon wieder down. Nee, Dark Zone ist, merke ich gerade, ist nichts für mich. Ja, es ist zu zweit, da müsste vielleicht ein paar mehr Leute mehr sein.
Ja, ich bin wieder down. Ich gebe direkt auf. Ja, muss man mit einer großen Gruppe oder so, dann geht's vielleicht. Oh, was ist hinter mir auch was, oder was? Oh, die kommen von hier hinten auch, oh, geschleichte. Ich bin down. Also, warte, ich habe wiederbelebt von meinem. Nein, es ist meine Maschine kaputt worden. Wir retten wiederbeleben. Toll. Ah, toll. Die rupt da mal raus. Vielleicht kannst du mich noch holen. Wahrscheinlich nicht. Nein, ist gleich vorbei. Ich versuch's mal. Und dort. Ach, schade, ich bin gerade wieder da. Jetzt denn. Das ist wirklich massiv zäh, das Ganze. Wahnsinn. Aber trotzdem bringt es einen Haufen Punkte. Ich meine, da und Daxon, Rang natürlich und so weiter. Gut, einen Versuch starten wir da jetzt noch. Und wenn das nicht geht, dann lasse ich halt meinen blauen Loot ihnen übrig. Sollen sie ihn doch haben. So, wir kommen schon. Die werden auch nicht weniger, kommt mir vor. Nee, im Gegenteil. So liegt Loot herum ohne Ende. Und wir werden ihn nicht rausbringen. Ah, mal gucken. Ich stehe hier so genüsslich rum. Ja, Gegenbüro anschauen. Verstehe ich ja. Ja, ist schon hübsch da. Ah, du hast die Heilmaschine angeworfen. Ja, wenn ich in Deckung bin und da gezielt schießen will, dann brauche ich dieses Backup, weil wenn es ein Sniper trifft, bin ich fast down. Aber der ist weg, Rang 10 erreicht. Ach du Scheiße! Ah! So, jetzt haben wir wieder aufgeräumt ein bisschen. Ja, das wird nichts mehr hier. Mehr. Komm ja. Komm mal, ja. Warte mal! Da liegt Loot herum, schau dir das an. Bist du tot, oder? Ja, ich bin. Okay, ich hole jetzt nochmal meinen Loot ab und versuch's nochmal meinen Hubschrauber. Ich hole ihn jetzt einfach und fertig. Wenn es sich fixiert, dann. Ja, klar. Dann gebe ich ganz offiziell auf die Runde. Es nutzt ja nichts. Nee, klar. Wir haben, immerhin haben wir. Zweimal konnten wir Loot rausbringen. Naja, das war ich schon gut. Also mit dem Material, was da ist, herumliegt, da können wir einen Hubschrauber noch fünfmal rufen, glaube ich. Ja. So, wie schaut es jetzt aus? Keine Bedrohung, schau. Ja, ich komme. Puh. Das wird sich aber vermutlich ändern, sag ich mal. Ja, jetzt befürchte ich ja fast. Vor allem in einer Minute, das ist noch Langzeit. Kannst du mir eigentlich sagen, was diese umfunktionierten Mods sind? Ich habe so mehrere umfunktionierte. Ich weiß aber nicht, wofür ich die einsetzen kann. Ja, die Mods kannst du auf Waffen oder auf Rüstungen geben, ja? Und die kannst du dann. Okay. Du musst schauen, dass ich in rechts gibt es Anzeige, was diese Mods machen. Ja, also ich, ja, vielleicht habe ich noch nicht hoch genug gelevelt, dass ich das. Ja, bis jetzt schaut es gut aus, ha? Jetzt ist es ruhig. Aber hat sich der Kampf vielleicht noch ausgezahlt? Halten Mund! Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Das wäre natürlich cool, ja. Das kennst du mal? Gibt's doch eine. Das kennst du mal? Ja. Bei. Ja, so gut gemacht mit diesem Scan. Oh, da kommen schon wieder. Hinter uns, pass auf, ist wurscht. Hinter uns sind sie, das geht sich aus. 5 Sekunden gleich hinlaufen, gleich dranhängen, dann nix weg. Wo ist denn der Blöde? Ist er schon da? Ja, es geht sich die an, sehen uns nicht. Da runter der Seil. Da ist schon da. Hinter dir, ja. Ja. Weil wir gleich andere Sachen einsammeln. Ne? Den anderen Loot einsammeln, vielleicht kann man noch draufhängen. Ah, geht's nicht aus. Oder vielleicht doch. Ja, geht's hier aus, warte mal. Jawohl. Was geht's hier aus? Ja. Das hat's jetzt ausgezahlt.
Da ja, hinten liegt auch noch ein Loot, aber es wurscht. Ah, das ist jetzt gut. Ich habe eine ganze Menge abgeben können. Jawohl. Oh ja, Alter. Ja, wenn es nur zum Zerlegen ist, weißt du, dann kannst du das Material kannst du gebrauchen. Aber weißt du, ich sag's dir, was ist, ich sammle das jetzt ein und hol den Hubschrauber noch, weil mir ist das wurscht. Ich hab hier nichts mehr. Ich hab schon wieder ja, Equipment ruhig, drinnen. Ich hab nichts. Ja, also, ja, also, da gibt's ja sicher, was, da kommen sicher noch welche. Ich hol nochmal einen Hubschrauber. Zup. Dadurch werden die ja aufmerksam. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ich kann einen Scan machen, ich mach mal einen Scan. Jupp, da hinten haben wir noch Loot, da liegt auch noch was. Ah, das ist mein Sterbeort schon vorher. Oder? Da bin ich vorher. Ja, da liegt grünes Loot. Ah, okay. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Oh, ist weg. Hm, dann war das doch nur deins. Achso, es war vielleicht öffentlich, ist das. Achso, stimmt, ja. Es kann nicht sein, ja, dass ich das genommen habe, was dir gehört hat. Das hab ich nix, auf das habe ich ehrlich gesagt nicht geschaut, sorry. Das ist scheißegal. Geht ja nicht. So, alles nachladen. Oh. Alles bald zurück, habe ich es auch schon. Das kennen wir mal. Okay. Ja, schau, haben wir wirklich hier das Gebiet gesäubert. Hat sich der Kampf gelohnt. Ja, macht aber schon Spaß, kann man sagen, was man will. Ja, aber der Frust, also ich bin ja mal relativ schnell frustriert bei sowas und gebe dann auf. Ah, okay. Aber wenn ich mitgezogen werde, dann halte ich länger durch. Also ich bin da, ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Du bist jetzt wieder die ruhige Sache, ja. Es muss kloppen und ja, sonst. Ja, beziehungsweise ich werde dann hektisch und dann bringt es nichts, wenn ich es 100 Mal wiederhole, weil dann ja, werde ich nicht besser. Dann muss ich einen Tag Pause machen oder so, dann geht's wieder. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Na toll. Ja, es ist wieder vorbei mit der Ruhe da. Na komm. Da ist eine Granate darüber. Ah, bin noch lang. Warte mal, Pistole. 5 Sekunden? Nein, das geht nicht aus. Nutzt nix. Nee. Du bist das auch. Ich dachte gerade, hinter mir hätte sich mal wieder einer eingeschlichen. Das schaffst du nicht, ne? Nee, der ist weg. Ist wurscht. Soll ich ihn komm, noch mal rufen, direkt wenn rufen? Was, was trifft man denn? Oh, da ist wieder blauer Loot. Ja, hey, klar, das möchte ich schon wieder rausbringen. Da. Ja, diese Sammelsucht ist schon ein Wahnsinn, gell? Ja, ja. So kennen wir dich. Oh, den anderen, der geht in die Luft, ja, dann hinten so Elektro-Dings drauf. Die Rikers, die haben oft so ein Stromzeug hinten drauf. Okay. So, ich hol nochmal. Krempel. Verliert man auch die Währung, die man einsammelt, wenn man stirbt? Eine Maschine ist im Anschluss. Das könnte. Nein, ich glaube nicht. Also, das glaube ich jetzt damit. Wissen du es nicht? Nee, glaube ich auch nicht. Das wäre doof. Dann hätte ich jetzt ganz viel Währung verloren. Da hinten kommen welche. Ja, ich hab schon gesehen, aber doch, die lassen wir in Frieden, solange sie nicht bewegen. Ja, die lassen wir in Frieden, ja, ja. Ist mir wurscht. Mein Rucksack ist wieder voll. Also bei mir zahlt sich wieder aus zum Bergen. Ich hab nix. Ich hab nix. Aber ich hab auch nichts gelegt. Ich geh mal in meinen LKW rein. Da fühle ich mich wohl. Ja. Vielleicht schickst du mal einen Scan raus an meiner Lädt, ne? Ja, mach ich. Und keine Drohnen, ne? Das sind aber die da hinten, glaube ich. Ja, die nee, schon vor stehen bleiben. Oh, das sind, ja, die sind irgendwie im Untergrund wahrscheinlich da. Ja, die sind im Untergrund, die tun uns nichts. Könnte sich ausgehen. Ja. Ich warte noch ein paar Sekunden und schicke meinen wieder raus. Dieses Wetter fein, das ist jetzt wieder so duster. Ja, das mag ich. Es ist zwar geil gemacht, aber ich finde es bei schönem Wetter. New York ist bei schönem Wetter einfach schön. Ja, das ist bitte kein Sightseeing da, hier ist Krieg, wir müssen so die Gesellschaft retten, da haben wir doch keine Zeit zum. Ah, mein Gott, nein. Mann. Oh, Hubi. Was ein cooles Feature, Alter. Was wäre denn wirklich ein cooles Feature wäre, vor allem gerade ein, wenn man so virtuelle Postkarten per E-Mail verschicken könnte vom Game raus. Ja, das stimmt. So, gib her, oh, mit deinem, komm her mit deinem. Kannst du nochmal, ich scanne nochmal geschwind. Hab ich auch gemacht. Oh, schaut gut aus. Wo ist denn da das Seil dran?
hier bei mir, aber ich habe nichts ranzuhängen. Aber ich schon. So, ja, was holen jetzt ist. Gehen wir Richtung Ausgang. Jetzt gehen wir wieder raus. Jawohl, oder? Jawohl, Chef. Genug Action kostet jetzt. Vielleicht gehen wir in eine Richtung, wo keine Gegner sind. 15 Sekunden. Ja, so der Ausgang. Da, Ausgang, ich weiß schon gar nicht, wo es rausgeht. Hat Munition nehmen mit. Wenn ich was weiß, ist, wo der Ausgang ist. Ach ja, da kommen andere rein. Cool. Jawohl. Ist auch nichts wie raus da. Ich will nochmal auf. Guck mal eben, wie viel Geld ich verdient habe. Ja. Wenn Sie das nicht mitnehmen, sind Sie tot. Ich weiß, was er damit machen kann. Interessant. 681. Nicht schnell. 888, da kriegst du aber noch nichts dafür. Ah doch, schau, da gehen wir mit einem Militär schon, aber das ist Rang 30, schau das an, hey. So, jetzt habe ich hier so umfunktionierte Leistungsmod und das habe ich nicht verstanden. Da steht rechts zum Beispiel plus 3% Sucherminenerkennungsreichweite. Und die kannst du bei deiner Rüstung, noch und dazu, wenn du eine Rüstung hast, da gibt es auch Rüstungen, die solche Slots haben. Ja. Ach so. Und da kannst du das dann. Aber nur wenn ich eine Rüstung habe, die so einen Slot hat, sonst geht es nicht. Genau, du siehst da, genauso wie bei den Waffen, das ist ja unter bei diesen Slots, das hast du bei den Rüstungen nachher auch. So ein Mod, genau. Okay. Ja, dann kann ich das noch nicht verwenden. Ich gehe jetzt draußen, jetzt könnte man in die Operationsbasis gehen und in der Kiste noch nach hinten. Ja. Ja. In deinem Lager, da ist noch das ganze Zeug. Perfekt. Das schauen wir uns an, das machen wir mit der Schnellreise. Ja, klar. Wo es eh nicht so weit weg ist, aber. Da ist es. No, das ist doch schon ganz schön zu laufen. Blitzreise, zack. Und dann schauen wir das ganze Zeug an. Dann muss man natürlich jetzt dann die Zeit aufwenden, das zum Sortieren, was man da jetzt austauscht, was man zerlegt und so weiter und so fort. So, jetzt bin ich nochmal da. Ja, ja. Ich sehe dich da reingehen und verschwinden. Ja, gut. Mein Haus, du kommst da nicht rein. Ja, genau. Du kannst nicht vorbei. So. So, und hier in der Kiste, da hinten beim Eingang, da gleich geradeaus zurück, Lager öffnen, da müsste das jetzt alles drin sein, unter dem geborgen, genau, jawohl. Gut, quasi so viele so tolle Sachen sind so nett, wie gesagt, bis Stufe 12 da. Schwere Schutzweste, Aber doch ein paar Sachen. Doch etliche Sachen. Trekkinghose. Cooles Thermohemd, das ziehe ich mir sofort an. Also muss man das erst? Zusätzlich, ne? Ach so, das Lager schicken. Also ich schicke nur die blauen Sachen mal rein zum Schauen. Elektronikmod. Da habe ich zum Beispiel auch wieder Rüstungen dabei, die so einen Mod haben, so einen Mod-Slot, also gerade blaue Rüstungen, die haben zumindest mal einen Slot. Kann man das auf Anhieb sehen, diesen Mod-Slot? Das ist unter bei, bei dem Symbol sind unter bei solche Kästchen, so kleine, ja. Wie bei den Waffen auch. Da muss ich die Rüstung auswählen dazu, ne? Ja, du musst es am Bild zumindest sehen, da siehst du das hier gleich. Ja. So, ich habe alles in meinen Rucksack reingeräumt. Ah, okay, dann hat die das nicht. So, Waffen auffüllen. Die Lager ist leer. Man muss doch rechts, rechts gehen auf dieses Geborgene. Geborgen, hast du. Das schauen wir an. Na, bitte eine bessere Weste bekriegt. Stufe 11. Läuft mir so ein Tuss über den Haufen. Was ist denn das los? Was habe ich waffenmäßig? Eine Vektor mit 3548. Das ist eine Schwäche wie die andere. Na, die zerlege ich gleich, was so ist. Was wurscht ist, du hast Sniper, aber bessere, allerdings das ist eine grüne und keine blaue. Mal weg. Jetzt legen wir auch. Wenn man kontaminiertes Material zerlegen bringt nichts, ne? Also kriegt man kein Material für. Ne? Kontaminiertes? Nee, ne. Nur das, was du jetzt rausgebracht hast. Oh, 4 Lebenspunkte. Und das ist eine coole Weste, die bringt man. 4 Lebenspunkte bei Tötung. Plus 19% Kapazität Munition.
Befestigungsschadensminderung, ein Modplatz. Plus ein Modplatz. Achso, wenn man das sowieso hat. Pulsgeber wirkt sein, es bringt aber halt da nicht so viel, als wäre das andere. Es ist aber schlecht im Endeffekt. Dann muss man sich überlegen, je nach Spielweise, dass man entsprechend halt die Ausrüstung nimmt. Ja, weil es ist zwar schön, dass das. Befestigung, Schadensminderung brauche ich nicht, weil ich nutze das nicht. Bitte Munition. Ja, das muss ich sich anschauen. Gut zu wissen, dass die Rikers Frau weg vom Fenster ist. So, wo wir noch was da? Wir haben einen Haufen Zeug bei Masken. Das ist aber auch schlechter. Die Vergleichfunktion ist da recht praktisch. Schauen wir mal, Sichtlumpen sammeln. Fertigkeit, Befestigungswirkzeit bringt mir auch nichts. Aber schmeiße ich auch weg, was so ist. Kriegt beim nächsten Stoff und Material dafür blaues, das ist auch schon mal gut. Weil es braucht mehr. Ja. So, Rucksack habe ich einen neuen bekommen, mal vergleichen. Gut, der ist größer. Jetzt mal eine schicke Sportkappe aufgesetzt, jetzt sehe ich doch mal. Jetzt sehe ich da fesch aus. Ui, das ist so. Siehst du bei meinem Rucksack, zahlt es aus. Da bringt es noch was. Inventar hat einen Platz mehr. Siehst du, den wir den gleich machen. Und der Mod auch gleich. Plus 12 Energie. Da muss ich mal schauen, diese Mods bringen einfach dann also mehr Energie oder mehr Schaden pro Sekunde. Also mehr Schusswaffenleistung, die brauchst du dann, um diese Mods bei den Waffen freizuschalten. Also manche Waffen brauchen ja eben eine gewisse Anzahl von Schusswaffen, Ausdauer oder Elektronik und je nachdem kannst du das dann aktivieren. Dann werde ich den da mal auseinandernehmen. Den anlegen, den werden wir zerlegen. Ach, so ein Polizeirucksack zerlegt, ich den Problem kann ich mir wiederholen aus dem Lager. Was siehst du, so bei einer Waffe den Talenten aktiviert, weil ich mehr Ausdauer brauche. 167 Shot. Vielleicht habe ich da einen Mod, der mir die Ausdauer bringt. Jetzt liege ich ja. So, Geschützschaden. Ich habe keinen Mod, der mir Ausdauer bringt, verdammt. Okay, schade. So, da habe ich die Handschuhe. Ich habe was Neues bekommen. Aber schlechteres. Mats legen. Und was haben wir noch? Rüstung. Alles weiß, weg damit. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Lassen Sie uns nicht im Stich. Gut, ich habe Inventar zusammengeräumt. Ich muss nur schauen, weil ich nämlich da auch Sachen bekommen, die sind Mods für die Waffen. Was in den Waffen natürlich auch ein bisschen upgrade, indem man einfach die richtigen neue Mods drauf tut. Und gerade diese grünen austauschen in blaue oder irgendwas. Angewinkelter Griff, da werde ich anfänglich so eine Präzision aus der Hüfte. Aus der Hüfte schieße ich aber nicht. Aber trotzdem drauf. Lassen Sie uns nicht im Stich. Ja, da wäre also bei den Mods für die Waffen habe ich schon ein paar Sachen dabei, die interessant sind. 30%, 30,5% größere Magazingröße, mehr Feuergeschwindigkeit. Kritische Trefferchance. Meine Hauptwaffe komplett blau ausgestattet mit den Mods. Ja, ist schon interessant, was da hergibt. Weiter so.
Ja, es ist echt spannend. So, die macht mehr was macht die? Die macht weniger Schaden. Und mehr Schaden pro Minute und hat ein Talent. Ja, die nehmen wir jetzt irgendwo. So, ausstatten noch mit irgendwas, was haben wir dazu? Schalldämpfer, wunderbar. Gut, jetzt bin ich wieder up to date mit meinem ganzen Equipment. Ja. Michi, war eine spannende Runde in der Dark Zone. Ich glaube, das müssen wir wiederholen. Auf jeden Fall. Das machen wir. Wenn du deine Nerven beruhigt hast, dann musst du vorher, bevor du was trinken, vielleicht du zur Beruhigung, ein bisschen Baldrian Tropfen mitnehmen oder irgend sowas. Ja, ja. Und auf jeden Fall. Dann packen wir das dann wieder. Michi, klar. Danke. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Mir auch. Bis zum nächsten Mal. Danke. Pfiat dich. Ciao. Pfiat dich. Ciao.